Kuchen backen, 3.5.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Mohnapfeltorte Zubereitungszeit, 50 Minuten, ohne Kühlzeit, Backzeit, etwa 25 Minuten. Zutaten für 12 Stücke. Für den Rührteig, 130 Gramm Butter oder Margarine, Klammer auf Zimmerwarm, Klammer zu, IZOG Zuckerpk, Vanillin Zuckerpk, geriebene Zitronenschale, 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, SOG Weizenmehl gestr. TL Backpulver ZG Mohnsamen JR die Füllung, 0 Gramm Äpfel zum Beispiel Cox Orange oder Boskopk, Puddingpulver Vanillegeschmack G Zuckermel Apfelsaft für den Belag und zum Verzieren, gleich CG Schlagsahne, Klammer auf Mind, 30% Fett Klammer zu, K, Vanillenzucker, zum Garnieren, 7 Gramm Zartbitter Schokoladenblätter, 7. A3OG Mohnsamen pro Stück, 6 Gramm, F, 28 Gramm, K, 36 Gramm Kilokalorien, 428, 1 den Backofen vorheizen, R Unterhitze, etwa 180, 1 Luft, etwa 160. Für den Teig Butter oder Margarine mit einem, E, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe, Geschmei 7 Üren. Drittens nach und nach Zucker, Vanillinzucker und Zitronenschale unterrühren. So lange rühren, bis eine gebundene Masse entstanden ist. Viertens Eier nach und nach unterrühren, Klammer auf jedes Ei etwa 1,5 Minute, Klammer zu. Mehl mit Backpulver und Mohn mischen und in 2 Portionen auf mittlerer Stufe kurz unterrühren. Fünftens den Teig in eine Springform 0,26 cm, Boden gefettet, mit Backpapier belegt, Klammer zu, geben und glatt streichen. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Den Tortenboden etwa 25 Minuten backen. Sechstens den Tortenboden vorsichtig aus der Form lösen, auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. Anschließend mit gebackenes Backpapier entfernen und den Tortenboden auf eine Tortenplatte legen. Einen Tortenring oder den gesäuberten Springformrand darum stellen. Siebtens für die Füllung Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Apfelviertel in feine Würfel schneiden. Aus Puddingpulver, Zucker und Apfelsaft einen Pudding nach Packungsanleitung, aber mit den hier angegebenen Zutaten und Mengen kochen. Die Apfelwürfel hinzugeben und unterrühren mit aufkochen lassen. Den Apfelpudding auf den Tortenboden geben, glatt streichen und erkalten lassen. Achtens für den Belag und zum Verzieren Sahne mit Vanillenzucker steif schlagen. 2/3 davon auf dem erkalteten Apfelpudding glatt streichen. Neuntens restliche Sahne in einen Spritzbeutel mit großer Sternhülle geben und in großen Tupfen auf die Tortenoberfläche spritzen. Die Torte zugedeckt in den Kühlschrank stellen. Zehntens zum Garnieren den Tortenring oder Springformrand vorsichtig lösen und entfernen. Die Tortenoberfläche mit Schokoblättern und Mohnsamen garnieren. Zubereitungszeit 60 Minuten, ohne Kühlzeit, Backzeit etwa 35 Minuten mit Alkohol. Zutaten für 16 Stücke für den Rührteig, 150 Gramm Butter oder Margarine, Klammer auf Zimmerwarm, Klammer zu, 125 Gramm Zucker 1 pk, Bourbon Vanillezucker 1 msp, gern, Zimt 4 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 125 Gramm Weizenmehl 3 gestr. TL Backpulver 5OG Mohnsamen für die Füllung, 385 Gramm abgetropfte Pflaumenhälften, Klammer auf aus dem Glas, Klammer zu, 250 Milliliter Pflaumensaft, Klammer auf aus dem Glas, Klammer zu, 20 Gramm Zucker 1 pk, ungezuckerter Tortenguss, klar für die Punschcreme, 6 Blatt weiße Gelatine, 250 Milliliter Glühwein, 400 Gramm Schlagsahne, Klammer auf Mind. 30% Fett, Klammer zu, 3,5 OG Zucker, Klammer auf je nach Süße des Glühweins, Klammer zu, etwas gern. Zimt zum Garnieren, R-OG Zartbitterkuvertüre 1-2 Teelöffel Speiseöl pro Stück, E, 5 Gramm, F, 21 Gramm, K, 3 OG Kilokalorien, 335 erster den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 18 Grad C Heißluft, etwa 160. Zweitens für den Teig Butter oder Margarine mit Ei-Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe geschrittig rühren. Nach und nach Zucker, Vanille und Zimt unterrühren.
So lange rühren, bis gebundene Masse entstanden ist. Eier nach und nach unterrühren, Klammer auf, jedes Ei etwa 1,5 Minute, Klammer zu. Drittens, Mehl mit Backpulver mischen, in 2 Porteo abwechselnd mit dem Mohn auf mittlerer Stärke unterrühren. Den Rührteig in eine Springfort, Klammer auf, ra 26 cm, Boden gefettet, mit Backpapierbill, Klammer auf, geben und glatt streichen. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Gebäckboden etwa 35 Minuten backen. Viertens, den Boden aus der Form lösen, auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen, erkalten lassen. Das mitgebackene Backpapier, Klammer auf, abziehen. Gebäckboden einmal waagerecht durchschneiden. Den unteren Boden auf eine Tortenplatte legen. Einen Tortenring darum. Fünftens, für die Füllung Pflaumenhälften in einem abtropfen lassen, den Saft auffangen und 25 Cent davon abmessen. Pflaumenhälften auf dem unteren Gebäckboden verteilen, dabei einen Zentimeter breiten Rand freilassen. Aus Pflaumens, Zucker und Tortengusspulver einen Gussnahtpackungsanleitung zubereiten. Guss auf die Pflaumenhälften geben, erkalten lassen. Sechstens, Sahne mit Zucker und Zimt steif schlagen. Sobald die Glühweinflüssigkeit anfängt zu gelieren, Sahne unterheben. 2/3 der Punschcreme auf die Pflaumenhälften geben und glatt streichen. Den oberen Gebäckbord, Klammer auf, darauf legen und leicht andrücken. Restliche Punschcreme darauf verstreichen. Die Torte etwa 3 Stunden kalt stellen. 350 Gramm Zartbitterkuvertüre, Klammer auf, etwa 50% Kakaoanteil, Klammer zu, 200 Gramm Butter, 22, Klammer auf, G-Zucker, 6 Eigelb, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 120 Gramm Weizenmehl, 10 Gramm Kakaopulver, 1 Gestr. TL Backpulver, 6 Eiweiß, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 1 Prise Salz, 200 Gramm Kern. Cashewkerne für die Buttercreme, 150 Gramm weiße Kuvertüre, 300 Gramm Buttermark von einer Vanilleschote, 140 Gramm Puderzucker, 200 Milliliter Kokoscreme je 1 Msp. Speisefarbpaste in Rot-Violett, Pfirsich, Gelb unterrühren, schmelzen, auf Zimmertemper abkühlen lassen. Butter, 120 Gramm Zucker und Eil mit dem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe 4 Minuten schaumig schlagen, Kuvertüre natsch und nach unterrühren. Mehl mit Kakao und Backpulver mischen. Viertens, Eiweiß und Salz mit dem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe schaumig schlagen. Restlichen Zucker nach und nach unterschlagen, so dass ein fester Schaum entsteht. 1/3 davon zur Butterschock, Klammer auf, Masse geben. Cashewkerne und die Mehlmischung darauf geben, mit einem Teigspachtel unter die Butterschokomasse rühren. Rest Chennai-Schnee vorsichtig unterheben. Den Tee dem Tortenring glatt verstreichen. Die Form dem Rost in den vorgeheizten Backofen, Klammer auf, und die Einschubleiste, Klammer zu, schieben. Den Tortenboden 70 Minuten backen. Fünftens, die Form auf einen Kuchenrost stellen, den Boden in der Form erkalten lassen. Dann der Tortenboden aus dem Tortenring lösen. Eine Servierteller auf die Tortenbodenoberfläche legen, Tortenboden umdrehen, Alufolie abziehen, Tortenboden wieder umdrehen und dreimal waagerecht durchschneiden. Sechstens, für die Creme-Kuvertüre wie unter Punkt 3 beschrieben schmelzen, abkühlen lassen. Butter, Vanillemark, geschmolzene Kuvertüre und Puderzucker mit dem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, auf höchster Stufe in etwa 5 Minuten Schaum schlagen. Kokoscreme esslöffelweise unters Klammer aufgehen. Buttercreme in 4 Schalen füllen. Butter, Klammer auf, mit je einer Messerspitze Speisefarbpaste in 4 unterschiedlichen Farben einfärben. Siebtens, den unteren Boden auf den Servierteller i, Klammer auf, die Böden jeweils mit einer farbigen Butterziebe streichen und zu einer Torte aufschichten. O, Zubereitungszeit 70 Minuten, ohne Abkühlzeit, Backzeit etwa 27 Minuten. Zutaten für 16 Stücke für den Kneteig: 130 Gramm Weizenmehl, 40 Gramm Zucker, 90 Gramm Butter oder Margarine für den Biskuitteig, 4 Eier, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 1 Eigelb, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 3 Esslöffel heißes Wasser, 150 Gramm Zucker, 1 Pk. Vanillinzucker, 150 Gramm Weizenmehl, 25 Gramm Speisestärke, 1 Gestr. TL Backpulver, 10 Gramm Kakaopulver für die Nougatcreme, 2 Pk.
Puddingpulver, Sahne, Geschmack, 500 ml Milch, 200 Gramm Nuss-Nougat, 150 Gramm Butter, Klammer auf, Zimmerwarm, Klammer zu. Zum Bestreichen, 150 Gramm Wildpreiselbeeren, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, pro Stück, E, 6 Gramm, F, 19 Gramm, K, 44 Gramm Kilokalorien, 371. Erstens, den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 200 Heißluft, etwa 180. Zweitens, für den Kneteig Mehl in eine Rührschüssel geben. Restliche Zutaten hinzufügen und mit einem Mixer, Klammer auf, Knethaken, Klammer zu, zunächst kurz auf 144 niedrigster, dann auf höchster Stufe gut durcharbeiten. Anschließend auf der leicht bemehlte Arbeitsfläche zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig auf dem Boden einer Springform, Klammer auf, O 26 cm gefettet, Klammer zu, ausrollen. Drittens, den Teigboden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Springformrand darum legen, die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backof schieben und den Kneteigboden etwa 15 Minuten backen. Viertens, Springformrand entfernen, den Kneteigboden vom Springformboden lösen, aber dabei auf einem Kuchenrost erkalten lassen. Fünftens, für den Biskuitteig Eier, Eigelb und Wasser mit einem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe in etwa eine Minute schaumig schlagen. Den Zucker und Vanillenzucker mischen, in etwa eine Minute einstreuen, dann noch etwa zwei Minuten weiterschlagen. Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen, die Hälfte davon auf die Eiercreme geben und, kurz auf niedrigster Stufe unterrühren, das restliche Mehlgemisch auf die gleiche Web unterarbeiten. Den Teig halbieren, unter eine Teighälfte Kakao rühren. Sechstens, die Teige in je einen Gefrierbeutel füllen und, Klammer auf, eine Ecke abschneiden. Die Teige abwechselnd diagonal auf ein Backblech, Klammer auf, 3x 40 cm, gefett mit Backpapier belegt, Klammer zu, spritzen. Siebtens, das Backblech in den heißen Backofen schieben. Dann den Biskuitteig bei gleicher Backofeneinstellung etwa 12 Minuten backen. Achtens, die Gebäckplatte auf mit Zucker bestreutes Backpapier stürzen und mit dem Backpapier erkalten lassen. Mit gebackenes Backpapier vorsichtig abziehen. Neuntens, für die Nougat-Creme Puddingpulver mit etwas von der Milch anrühren. Restliche Milch einem Topf erhitzen. Nougat darin auflösen. Nougat-Milch zum Kochen bringen. Angerührt Puddingpulver einrühren und unterrühren, nochmals aufkochen lassen. Den Topf von der Kochstelle nehmen. Den Pudding direkt mit Frischhaltefolie belegen und erkalten lassen, nicht kalt stellen, Klammer zu. Zehntens, Butter mit einem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, schaumig schlagen. Den Pudding esslöffelweise unterrühren. Dabei darauf achten, dass die Butter und der Pudding Zimmertemperatur haben, da die Creme sonst gerinnt. Elftens, aus der Biskuitplatte einen runden Boden, oh gut 22 cm, Klammer zu, und mehrere 5 cm breite Streifen, 10 Eiden. Die Streifen mit der Hälfte der Reiselbeeren bestreichen. Den Kneteigboden ersten, F eine Tortenplatte legen und mit den restlichen Zutaten für 16 Stücke für den All-In-Teig, 5 OG Weizenmehl, 1 Msp, Backpulver, 40 Gramm Zucker, Li, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 5 OG Butter oder Margarine, Klammer auf, Zimmerwarm, Klammer zu. Zweitens, für den All-In-Teig Mehl mit Backpulver mischen und in eine Rührschüssel geben. Die restlichen Zutaten hinzufügen und mit einem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe in etwa 2 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Drittens, den Teig in eine Springform, Klammer auf, 26 cm Brot gefettet, Klammer zu, füllen, glatt streichen und mit Schokolade bestreuen. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Den Gebäckboden etwa 10 Minuten backen. Viertens, den Boden aus der Form lösen und auf ein mit Backpapier belegten Kuchenrost erkalten lassen. Fünftens, für den Kneteig das Mehl mit Backpulver mischen und in eine Rührschüssel geben. Die restlichen Zutaten hinzufügen und mit einem Mixer, Klammer auf, Knethaken, Klammer zu, zunächst kurz auf niedrig, dann auf höchster Stufe gut durcharbeiten. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche Kiefer kneten und auf dem Boden einer Springform 0,26 cm gefettet, Klammer zu, ausrollen. Teigboden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Springform darum legen.
die von auf dem Rost in den heißen Backofen schieben. Den Knetteig bot, Klammer auf bei gleicher Backofeneinstellung 12 bis 15 Minuten backen. Sechstens, den Knetteigboden vom Springformboden lösen, aber darauf etwas abkühlen lassen. Den Boden vorsichtig auf eine Tortenplatte gleiten lassen und noch warm mit Marmelade bestätschen. Boden erkalten lassen, einen Tortenring darum legen. Siebtens, für die Füllung Schokolade in Stücke Breckel 2 Drittel davon in einem Topf, im Wasser bei schwacher Hitze unterrühren, schmelze Topf aus dem Wasserbad nehmen und die Rietje-Kuvertüre darin unterrühren, schmelze Klammer auf. Achtens, die Gelatine in kaltem Wasser nach Packungsanleitung einweichen. Milch mit Zucker und Eigelb in eine Schüssel geben und im heißen Wasserbad mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu einer dicklichen Masse schlagen, Klammer auf etwa 5 Minuten, Klammer zu. Die Schüssel aus dem Wasserbad nehmen, Gelatine leicht ausdrücken und in der Eigelbcreme unterrühren auflösen. Neuntens, 2 Esslöffel der flüssigen Schokolade beiseite stellen. Die restliche Schokolade in 2 Portionen kurz unter die Eigelbcreme rühren. Die Schokoladencreme unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen. Zehntens, Sahne steif schlagen und in 2 Portionen vorsichtig unter die Schokoladencreme heben, Linalkohol unterrühren. Knapp die Hälfte der S.CHO-Schokoladencreme auf den mit Marmelade bestriebenen Boden geben und glatt streichen. Dann, in all in Teigboden darauflegen. Restliche Zetterschokoladencreme darauf geben und glatt streichen. Die Torte etwa 2 Stunden kalt stellen. Tortenring lösen und entfernen. Elftens, für die Randverzierung Eiweiß mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe steif schlagen. Der Schnee muss so fest sein, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Nach und nach Zucker und Aroma unterschlagen und so lange schlagen, bis der Schnee stark glänzt. Die Beseemasse portionsweise in einen Spritzbeutel mit kleiner Sternhülle füllen. Den Tortenrand damit verziehen. Anschließend das Beseem mit einem Flammgerät goldgelb abflammen. Zwölftens, die beiseite gestellte Schokolade wieder leicht erwärmen. Die Torte damit besprenkeln. Schokolade fest werden lassen. Tippbackzeit, etwa 25 Minuten je Boden mit Alkohol. Zutaten für 16 Stücke für den Biskuitteig. Klammer auf Teig zweimal zubereiten, Klammer zu, 75 Gramm Butter, 4 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 3 Esslöffel Orangensaft, 150 Gramm Zucker, 1 Pk, Vanillinzucker, 100 Gramm Weizenmehl, so G Speisestärke 3 Gestr, TL Backpulver, 50 Gramm abgezogene, gern, Mandeln für die Buttercreme, 500 Milliliter Milch, 5 OG Zucker, 1 Pk, Puddingpulver Vanillegeschmack 200 Gramm Butter, Klammer auf Zimmerwarm, Klammer zu, 5 OG Kokosfett zum Tränken und Bestreichen, 2 Esslöffel Wasser, 30 Gramm Zucker, 75 Milliliter Himbeergeist, 150 Gramm Himbeer- oder Waldfruchtkonfitüre für den Guss, 30 OG weiße Kuvertüre sowie Kokosfett zum Verzieren und Garnieren, 5 OG Zartbitterkuvertüre, eine türkische Lira, neutrales Speiseöl, verschiedene Garnierungen, zum Beispiel, kandierte Veilchen oder Rosenbelegkirschen, gehackte Pistazienkerne, getrocknete Aprikosen oder Ananasstückchen, oder Zuckerperlen pro Stück, E, 9 Gramm, F, 41 Gramm, K, 64 Gramm, Kilokalorien, 673, 148. Erstens, den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 18 Grad C, Heißluft, etwa 160. Zweitens, für den Teig Butter zerlassen und abkühlen lassen. Die Eier und Orangensaft in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, auf höchster Stufe in etwa 1 Minute schaumig schlagen. Zucker und Vanillinzucker mischen, in etwa 1 Minute einstreuen, dann noch etwa 2 Minuten weiterschlagen. Drittens, Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen, die Hälfte davon auf die Eiercreme geben und kurz auf niedrigster Stufe unterrühren. Restliches Mehlgemisch auf die gleiche Weise unterarbeiten. Die Mandeln und zuletzt die Butter kurz unterrühren. Viertens, einen Backrahmen, Klammer auf etwa 26 x 26 cm, Klammer zu, auf ein Backblech, Klammer auf, mit Backpapier belegt, Klammer zu, stellen. Den Teig hineingeben und glatt streichen. Das Backblech in den vorgeheizten Backofen schieben.
die Biskuitplatte etwa 25 Minuten backen. Fünftens, den Boden vom Backrahmenrand lösen, mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen. Den zweiten Biskuitboden ebenso zubereiten, backen und erkalten lassen. Die Gebäckplatten jeweils einmal waagerecht durchschneiden. Sechstens, für die Buttercreme aus Milch, Zucker und Puddingpulver einen Pudding nach Packungsanleitung zubereiten. Den Pudding direkt mit Frischhaltefolie belegen, damit sich keine Haut bildet, und den Pudding erkalten lassen, Klammer auf, nicht kalt stellen, Klammer zu. Siebtens, Butter mit einem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, geschmeidig rühren. Den Pudding esslöffelweise unterschlagen. Dabei darauf achten, dass Butter und Pudding Zimmertemperatur haben, da die Creme sonst gerinnt. Das Kokosfett zerlassen und anschließend warm unter die Buttercreme schlagen. 200 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf, etwa 5% Kakaoanteil, Klammer zu, 100 Gramm Schlagsahne, Klammer auf, meint 3% Fett, Klammer zu, 250 Gramm Butter, Klammer auf, zimmerwarm, Klammer zu, so geh Puderzucker. 7. Krokantcreme auf 7 Oblaten verteilen und glatt streichen. Die bestrichenen Oblaten zu einer Torte zusammensetzen. Die letzte Oblate darauf legen und leicht andrücken. Den Tortenrand mit der abgenommenen Schokoladenkritt bestreichen. Die Torte zugedeckt mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit F-Schokoladencreme fest wird. Preiselbe Pfannkuchentorte, O Zubereitungszeit 45 Minuten ohne Kühlzeit und ohne Backen. Zutaten für 16 Stücke für das Preiselbe Kompott: 500 Gramm TK Preiselbeeren, 250 Gramm extra Gelierzucker, 2:1 für die Pfannkuchen, 8 Eigelb, Klammer auf, Größe L, Klammer zu, Lohmilch, Klammer auf, 3,5 Grad A Fett, Klammer zu, 6 OG Schlagsahne, 15 OG Weizenmehl, 8 Eiweiß, Klammer auf, Größe L, Klammer zu, 15 OG Zucker, 5 Esslöffel neutrales Speiseöl, 5 Esslöffel Butterschmalz für die Füllung, 60 OG Schlagsahne, Klammer auf, meint 3% Fett, Klammer zu, pro Stück, E, 6 Gramm, F, 26 Gramm, K, 36 Gramm Kilokalorien, 400. Erstens, für das Kompott 250 Gramm der gefrorenen Preiselbeeren in einem Topf mit Gelierzucker, Sud verrühren. Die Preiselbeeren unterrühren bei starker Hitze zum Kochen bringen und mindestens 3 Minuten unter ständigem Rühren sprudelnd kochen lassen. Die restlichen gefrorenen Preiselbeeren unterrühren. Den Topf von der Kochstelle nehmen. Preiselbeermasse erkalten lassen. Zweitens, für die Pfannkuchen Eigelb, Milch, Sahne und Mehl in eine Rührschüssel mit einem Schneebesen gut verrühren. Eiweiß mit einem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe steif schlagen. Der Schnee muss so fest sein, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Nach und nach Zucker unterschlagen und so lange schlagen, bis der Eischnee stark glänzt. Den Eischnee portionsweise unter die Eigelbmehlmasse rühren. Drittens, aus dem Teig insgesamt 5 Pfannkuchen backen. Dafür jeweils 1 Esslöffel Speiseöl und 1 Esslöffel Butterschmalz in eine Pfanne 0,28 cm Klammer zu, erhitzen. Eine Teiglage, Klammer auf, 1/5 des Teiges, Klammer zu, mit einer drehenden Bewegung gleichmäßig auf dem Boden der Pfanne verteilen. Den Pfannkuchen etwa 2 Minuten von einer Seite goldgelb backen. Dann den Pfannkuchen auf einen Deckel gleiten lassen, umgedreht zurück in die Pfanne geben und weitere etwa 2 Minuten backen. Den Pfannkuchen aus der Pfanne nehmen, auf einen Teller legen und erkalten lassen. Viertens, für die Füllung Sahne steif schlagen. 4 Esslöffel Preiselbeerkompott abnehmen und beiseite stellen. Restliches Preiselbeerkompott zügig unter die Sahne heben. Preiselbeersahne in 5 Portionen teilen. Fünftens, die einzelnen Pfannkuchen mit je eine Portion Preiselbeersahne bestreichen und zu einer Torte zusammensetzen. Restliche Preiselbeersahne auf der Tortenoberfläche verteilen. Die Torte etwa 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Sechstens, vor dem Servieren das beiseite gestellte Preiselbeerkompott in Klecksen auf der Tortenoberfläche dekorativ verteilen. Für den Rührteig, 250 Gramm Butter oder Margarine, Klammer auf, zimmerwarm, Klammer zu, 250 Gramm Zucker, 1 pk,
Vanillinzucker, eine Prise Salz, 4 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 200 Gramm Weizenmehl, 50 Gramm Speisestärke 1 gestr. TL Backpulver für die Buttercreme, 1 pk. Puddingpulver Schokoladengeschmack, 100 Gramm Zucker, 500 Milliliter Milch, Klammer auf 3,50 durch 0 Fett, Klammer zu, 250 Gramm Butter, Klammer auf Zimmerwarm, Klammer zu, für den Guss, 150 Gramm Zartbitterschokolade, 20 Gramm Kokosfett pro Stück, E, 5 Gramm, F, 34 Gramm, K, 42 Gramm, Kilokalorien, 495. Erster den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 180 Heißluft, etwa 160 S-Stufe unterrühren. Dann aus dem Rührteig 7 bis 8 Böden backen. Dafür jeweils gut 3 Esslöffel des Rührteiges auf den Boden einer Sprinfts, Klammer auf G 26 cm gefettet, Klammer zu, streichen, Klammer auf darauf achten, die Teiglage am Rand nicht zu dünn ist, damit Boden dort nicht zu dunkel wird, Klammer zu. Viertens, die Böden ohne Springformrand nach 1, Klammer auf bei Heißluft 2 Böden zusammen, Klammer zu, auf dem R in den vorgeheizten Backofen schieben. Gebe Böden jeweils etwa 8 Minuten hellbraun, backe. Fünftens, die Böden sofort nach dem Backen von der Springformböden lösen und einzeln auf je Eikuchenrost erkalten lassen. Sechstens, für die Buttercreme aus Puddingpulver, Zucker und Milch, einen Pudding nach Paku-Anleitung aber mit 100 Gramm Zucker zubereiten, Pudding erkalten lassen, Klammer auf, nicht kalt stellen, Klammer zu, ab und zu durchrühren. Die Butter mit dem Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, geschmeidig rühren. Den Pudding esslöffelweise unterrühren. Dabei darauf acht, dass Butter und Pudding Zimmertemperatur haben, da die Creme sonst gerinnt. Siebtens, die einzelnen Gebäckböden, Klammer auf einen Boden bestreichen, Klammer zu, mit der Buttercreme bestreiche und zu einer Torte zusammensetzen. Den nie bestrichenen Boden zum Schluss darauf setzt, Klammer auf Torte etwa eine Stunde in den Kühlschrank stell. Achtens, für den Guss Schokolade in kleine Stücke brechen, mit Kokosfett in einem kleinen Topwasserbad bei schwacher Hitze unterrühren, Klammer auf schmelzen. Zweitens, für den Teig die Butter oder Margarine mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, auf höchster Stufe geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker, Vanillinzucker und Salz unterrühren. So lange rühren, bis eine gebundene Masse entstanden ist. Eier nach und nach unterrühren, Klammer auf, jedes Ei etwa 1,5 Minute, Klammer zu. Drittens, Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen in 2 Portionen kurz auf mittlere 156 Neunter, den Guss in die Mitte der Tortenoberfläche gießen und durch Bewegen der Torte auf die Oberfläche und am Rand gleichmäßig Verlau lassen. Dabei den Guss eventuell am Rand mit einem Messer etwas verstreichen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, die Teig auf der Arbeitsfläche aufklopfen, den Guss werden lassen. Die Torte bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen. Gramm Weizenmehl 1 gestr. TL Backpulver 150 Gramm Zucker 2 pk. Vanillinzucker Ei, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 200 Gramm Butter oder Margarine, für den Belag, 385 Gramm abgetropfte, entsteinte Pflaumen, Klammer auf aus dem Glas, Klammer zu, 500 Gramm Mascarpone, Klammer auf Ital, Frischkäse, Klammer zu, 50 Gramm Zucker, TL Gem, Zimt, 200 Gramm Schlagsahne, Klammer auf Mind, 3% Fett, Klammer zu. Für den Teig Mehl mit Backpulver mischen und in eine Rührschüssel geben. Restliche Zutaten hinzufügen und mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu Streuseln verarbeiten. Von den Streuseln minus 3 Esslöffel abnehmen und beiseite stellen. Die restliche Streuselmenge halbieren. Eine Sarreußelhälfte in einer Springform 0,26 cm, Boden gefettet, Klammer zu, verteilen und mit einem Löffel, in der Zwischenzeit die beiseite gestellten Streusel locker auf ein Backblech, Klammer auf, mit Backpapier belegt, Klammer zu, streuen und dann bei gleicher Backofeneinstellung, 2010 bis 15 Minuten backen. Die Streusel mit dem Backpapier vom Backblech auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen.
Fünftens, die zweite Spreuselhälfte ebenso in der gefetteten Springform andrücken, bei gleicher Backofeneinstellung etwa 20 Minuten, backen und erkalten lassen. Sechstens, für den Belag Pflaumen in einem Sieb gut abtropfen lassen. 2 bis 3 Pflaumen zum Garnieren beiseite legen. Mascarpone mit Zucker und Zimt verrühren. Die Sahne steif schlagen und unterheben. 7. Einen Streuselboden auf eine Tortenplatte legen und mit der Hälfte der Pflaumen belegen. Die Hälfte der Mascarpone-Creme darauf verstreichen und den zweiten Streuselboden darauf legen. Restliche Pflaumen darauf verteilen. Die restliche Mascarpone-Creme locker darauf streichen. Die beiseite gelegten Pflaumen in Streifen schneiden und auf der Tortenoberfläche verteilen. 2. Für den Teig Mehl mit Backpulver mischen und in eine Rührschüssel geben. Restliche Zutaten hinzufügen und mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe, Klammer zu, zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu Streuseln verarbeiten. Von den Streuseln -3 Esslöffel abnehmen und beiseite stellen. Die restliche Streuselmenge halbieren. Eine Sarreuselhälfte in einer Springform 0,26 cm, Boden gefettet, Klammer zu, verteilen und mit einem Löffel 8. Die Torte etwa eine Stunde kalt stellen. Vor dem Servieren die gebackenen Streusel auf die Torte streuen. Tipp: Sie können Böden und Streusel 1 bis 4 Tage vor dem Zubereiten der Torte backen, erkalten lassen und in Alufolie verpackt lagern.